Sibylle Rauch, 58, droht erneut abzurutschen. Durch ihre Teilnahme im diesjährigen Dschungelcamp hatte sich die ehemalige Pornodarstellerin ein Comeback im Showbusiness erhofft, doch bereits nach 9 Buschtagen musste die Blondine ihre Sachen packen und das Lagerfeuer verlassen. Sichtlich mitgenommen von ihrem Camp-Rauswurf begab sich der Eis am Stielstar in psychologische Betreuung. Jetzt der nächste Schock, wegen Geldsorgen will sich Sibylle wieder dem Sexgewerbe widmen. In einem Interview mit RTL verriet die 58-Jährige die bewegenden Gründe für ihre Entscheidung. Der Verlust ihres Gönners, den sie liebevoll Bussibär nannte, habe sie in finanzielle Schwierigkeiten gebracht, ich kann mir nicht leisten, nichts zu tun. Für die Miete ihres Apartments müsse sie nun selbst aufkommen und erhalte auch sonst keine monatlichen Finanzspritzen mehr, deswegen werde ich ab dem 1. April Inserate im Sexmagazin entschalten. Männer können mich dann wieder treffen, erzählte Sibylle. Dass es bei diesen Begegnungen nicht nur um nette Plaudereien gehen werde, machte sie außerdem klar, Sex ist bei diesen Treffen nicht die Voraussetzung, aber es kann sich ergeben. Obwohl sie eigentlich andere Karrierepläne hatte, scheint Sibylle ihre Situation so hinzunehmen, mein Wunsch war eigentlich, wieder als Schauspielerin Fuß zu fassen, aber jetzt ist es halt so.